So, aloha Leute, willkommen zum neuen PC Part von Let's Play Pokémon Schild. Wir sind jetzt im Rose Tower gerade. Alles gut, Hop? Was ist mit dir denn los? Er hat Mitlebungen. Hallo. Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150. Meter-Marke. Die Stockwerke ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Lol. Was? Auf jeden Fall, wir haben jetzt Kämpfe gegen die verschiedenen Makrokosmos-Angestellten, glaube ich, dass sie so heißen. Klick und, Klick-Klack und Funkkiefer. Okay. Hallo, ihr beiden. Ja, wir haben jetzt diverse Kämpfe noch vor uns. Ich glaube, so wie ich das gerade gesehen habe, aber tatsächlich nur noch einen. Ich meine, wir sind schon bei der Hälfte. Und, das waren drei Türen. Ich gehe irgendwie davon aus, dass das schon das letzte war. Irgendwie. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Los, genau, auf Funkkiefer. Genau da, darauf, genau. Hätten wir vielleicht das Pokémon vorher wechseln können. Vielleicht. Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Okay, Young Wechsel, das heißt, er boostet sich ein bisschen. Alles klar. Okay, Kühlschall ist jetzt halt nicht so gefährlich. Habe ich ja gesagt. So, Klick-Klack. Du solltest eigentlich, glaube ich, ganz gut Schaden kriegen, oder? Oh nein. Mach das nicht. Oh Gott, ist denn. Warum auf Klick, Mann? Greif Flugtiefer weiter an. Ich meine. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich zurückgeschreckt. Nee, doch nicht. Cool. Ja. Okay, Klick-Klack. Überlebt das auf jeden Fall schon mal nicht. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Da-ba-ba. So, ich mach mal einen Überwurf ist halt. Das macht halt, wird jetzt halt kaum Schaden machen, nicht? Das wird jetzt halt kaum Schaden machen. Überwurf! Komm schon, Mann! Ja, und okay. Ich nehme alles zurück. Das war super. Dankeschön, Panda Hero. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Okay. Aber dabei liefert niemand bessere Arbeit als MC-Versicherung. Legt man 100 Meter immer Schocks nebeneinander, ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Danke für diese Information. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für die Alarm bei Kämpfen nicht aufkommt. Deswegen habe ich euer ganzes Pokégeld geklaut. Deppen. Und weiter geht's. Letzte Dings wahrscheinlich. Letzte Etage mit Kämpfen. Bevor wir oben sind. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfällt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Okay. Makrokosmos Airlines. Das heißt, sie haben auch den Flugverkehr scheinbar irgendwie unter ihrer Kontrolle. Die kontrollieren hier scheinbar irgendwie das dann die komplette Spielwelt, habe ich das Gefühl. Ich muss gerade auch überlegen, so fast alle Galar-Formen, die neuen sind, irgendwie Stahl. Ich meine, Flunschig ist es auch. Mauzi auch. Fleckmann bestimmt auch. Ich meine, Fleckmann hat diesen lustigen kleinen gelben Platz. Ich weiß nicht, weiß halt noch nicht so ganz genau, was ich da verhalten soll. Ich meine, ich habe es nur mal gesehen, dass es jetzt existiert. Oh nein, Funkkiefer! Okay, das könnte. Sprungfeder kann natürlich gar nicht so geil enden. Das kann natürlich sehr nach hinten losgehen bei Panda Hero. Also, wenn das jetzt auf Panda Hero einsetzt. Okay, das ist natürlich auch beide effektiv. Oh nein. Okay, er macht das auf Swordock. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Das darf er ruhig machen. So, nimm das. Ah. Oh. Und nochmal! Nochmal! Und Flunschig ist schon wieder weg! Mann! Ganz schön flinkes Pokémon, dieses Flunschig. Okay, gut, dann nochmal ein Überwurf. Und das sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Ja. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Panda Maser. Panda Hero Maser Maser. So, und da ich langsam bin als Flunschig, nutzen wir das doch mal bitte aus. Und ziehen ihn voll ab. Oh nein, er macht das doch
Panda hier, der das irgendwie nicht juckt, habe ich das Gefühl. Okay. Und nochmal. Obwohl, es wird wahrscheinlich wieder... Oder... reicht das aus, dass du das machst? Ja, sehr gut. Sehr gut. Gerade so vielleicht. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, damit liefert niemand bessere Arbeit als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Okay, gut. Bildet euch bloß nicht ein, ihr könnt zum Ligapräsidenten vordringen. Denn dafür müsst ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. Der Steckwerk von Ligapräsident Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Das gibt Sinn. Danke, Hopp. Jetzt kann ich nicht mehr weit sein. Bloß nicht schlapp machen. Auf geht's nach oben. Letzte Etage. Letzte Etappe. Ich denke mal, damit sollten wir es eigentlich alles spenden. Gegen Rose zumindest. Oh, da ist Olivia. Hallo. Willkommen auf dem Stockwerk des Lisa-Präsidenten. Was? Wir finden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch tatsächlich also gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Müsst das im Sommer hier nicht arschwarm sein, hier oben? Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines solltet euch mittlerweile... Solltet. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse euch unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst, Frau Tristan. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und den Liga-Präsidenten am Sonst anfressen. Ich bin wahnsinnig. Liga von Marco Cosmos möchte kämpfen. Okay, ich weiß immer noch nicht ganz, was dieses Team vorhat. Ich weiß, das ist böse. Mehr weiß ich aber nicht. Ist es halt wirklich. Okay, wir können ja definitiv schon mal deinen fixieren. Das haben sie ja auch schon angemerkt. Ja gut, wechsle ich erstmal raus. Das ist meine, ein Drachen-Pokémon gegen ein Ace-Pokémon ist nicht die allergeilste Idee, muss man ja so sagen. Ich weiß gar nicht, war... Nee, das war Geist! Scheiße! Ich glaube, doch, das war Geist. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wir können mit Panelago auch nicht viel ausrichten, außer die Undichtattacken. Shit. Oh nein, Doppelteam ist natürlich super eklig. Aber hat ihm nicht viel gebracht. Sehr gut. Gut, dass ich das gerade noch so rausgefunden habe. Sonst hätte Doppelteam uns wahrscheinlich sehr genervt. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du nur meinen Pokémon verletzen, Depp? Oh Mann, tut mir leid, Olivia. Du warst uns mal relativ sympathisch. Ja, ey. Okay, also weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist... Ach, du bist das. Okay. Das ist, ein Pokémon aus der 7. Generation. Okay, wir wechseln mal eben raus. Wir wechseln mal eben raus und machen dann weiter mit Kramor. Oh nein, ist hier. Und ich bin wahrscheinlich männlich. Oder weiblich, je nachdem, was das andere ist. Wahrscheinlich männlich. Ja. Okay. Gut, das ist natürlich sehr nervig. Oh, aber wir kommen durch. Das sollte eigentlich auch wieder genug. Na, passt genug Schaden. Tropenkick? Was? Ist das eine Pflanzenattacke gewesen? Wahrscheinlich, oder? Muss ich mal nachgoogeln nach dem Part. Oh nein. Aber gut, dann macht ihr halt überhaupt keinen Schaden, ne? Aber es senkt die Angriff. Na gut, das ist. Mag mir tatsächlich an der Stelle ziemlich egal sein, wenn ich den mal durchkomme. Dankeschön. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich doch gar nicht sehen. Lululup. Und wir erreichen ein weiteres Level. Notsituation. Nein. Nein. Tut mir leid. Nein. Dadadadam. Das ist wahrscheinlich voll die gute Attacke und ich verschmiede sie. Am Vierer, was war das denn? War doch. Genau, der kleine etwas da. Habe ich eine Bodenattacke? Ich habe keine Bodenattacke, ne? Es ist gar nicht so ungefährlich gerade.
weiß gar nicht mehr, was das für ein Typ war. Es war auf jeden Fall Feuer, das weiß ich noch. Deswegen will ich die Schall-Pokémon gerade nicht einsetzen. Und der Gottrum sollte jetzt nicht unbedingt der erste Mal sein. Kommt wieder aus der Generation. Ist eigentlich ein ganz geiles Pokémon, hatte ich auch im Team. Aber es ist halt auch sehr gefährlich. Und ich glaube, es hat auch eine sehr spezielle Entwicklung gehabt, wenn ich mich nicht erinnere. Okay, das hat gereicht. Sehr schön. Hat auch eine sehr spezielle Entwicklung gehabt, glaube ich. Kann mich auch täuschen. Oh nein, Levels. Levels! Milotic! Okay. Gerne. Komm her, Kumpel. Milotic ist schön. Also ich mag Milotic wirklich gerne. Ja genau, es war nämlich ein Wasserpokémon. Wie viel Schaden macht der Surfer? Gibt viel zu viel Schaden, meiner Meinung nach. Gut, das heißt, ich kann ja jetzt mit Gottrum weiter ran. Gut, dann machen wir das doch mal mit Gottrum weiter. Du. Holzhammer. Das war sehr effektiv. Oh ja. Yay. Ja, stimmt, das macht er. Genau, der Rückstoß war da. Ich erinnere mich, dass da irgendwas war, was das Pokémon besonders gemacht hat. Deponitox, okay. Deponitox habe ich doch mein Kram hier, weil Giftattacken ihn nicht jucken und auch alles andere. Das heißt, wir kriegen gleich die Mega-Entwicklung wahrscheinlich zu sehen. Was, mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe gleich durch. Deponitox, das passt zu ihr. Ja gut, das heißt, wir haben jetzt gleich wahrscheinlich eine Dynamax, oder? Jawohl, der hat uns auch schon. Möchtest du etwas Großartiges gesehen? Geiger Dynamax auf dem Raid Tower. Ja, das habe ich so vermutet. Warum habe ich das so vermutet? Ich habe das Kramhaus halt überlebt. Ich meine, klar, wenn es jetzt ein Giftattacke einsetzt, dann sollten wir das ganz gut überstehen eigentlich. Weil allen anderen müssen wir gucken. Toll, da sind Delegate und so ein Kram drin. Meiner Meinung nach. Das ist eine Seite. Und ein Sandstück kommt auf, aber das kriege ich auch Kramo, glaube ich, nicht so wirklich. Nee. Okay. Deiner Düse. Dann machen wir auch mal eine Mega-Entwicklung, würde ich sagen. Machen wir auch mal eine. Moment, Mikrofon nicht runterrutschen. Dankeschön. Danke. Mit lautem Geräusch, mein guter Kumpel. Ja, okay. Auf gut Glück. Okay. Und das sollte ein vollkommen ausreichen. Schön. Sieht mal einer an. Wir haben gewonnen. Ich habe das Mikrofon, dass das nicht weiter runterrutscht. Ich habe das Gefühl, dass das runterrutscht. Ich meine, ihr solltet es ja auch sehen. Okay, wir haben es geschafft. Wunderschön. Yeah, Mann. Dieser Blick. Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Echt mal. Vollidiotin. Arg, wie ist das möglich? Ich kann nicht deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei Arena schön so gut geschlagen hast. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen, aber ihr braucht nur alle Wundsterne, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Oh, du bist einfach nicht aufzuhalten, Tristan. Alter, der Feind steht da hin und Hopp redet mit mir ganz über irgendwas anderes. Ups. Oh, die hinteren Tasten spulen auch vor. Sorry, dass ich nicht vorgelesen habe. Ich meine, ihr habt es lesen können. Es hat die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Was kommt jetzt? Aber Dillian, ich habe es ja jetzt schon 100 Mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt das aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten?
Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und ich zuletzt, ich selbst, wir freuen uns schon so lange drauf. Da verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delian. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechthalten dieses Energielichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delian. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 100.000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ-Cup-Morgen vorbei ist. Okay. Hey, wie bist du auch noch da? Delian! Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Team Jell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger gegen mir hattest, Hop. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns doch herzlos den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Ich hab alles gehört. Hoppala. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galars eingehen, so viel steht fest. Ich glaube nicht, dass er sich das angucken will. Ich meine, er wird es wahrscheinlich irgendwie unterbrechen oder zerstören oder sowas, keine Ahnung. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galars einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn du nötig, auch im Alleingang schön, wie sein Mundwinkel immer wieder hochgeht und hochhuscht. Ein bisschen komisch. Ein bisschen sehr komisch, finde ich. Aber gut, was soll's. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Okay. Du bist Tristan, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Nö, eigentlich nicht wirklich. Hey, tun Sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner in Telion und ich zeigen immer Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivians Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Na gut. Klingt, als könnten wir ihr vertrauen, Tristan. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Okay. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Nö, lass mal. Nein. Wie du möchtest. Wenn du später zum Score-Stadion willst, kannst du mich einfach nochmal ansprechen oder vor dem Hotel in dein Flugtaxi steigen. Okay, danke schön. Ja, Leute, ich mache heute aber, glaube ich, nicht mehr viel. Ich werde mir nochmal im... Obwohl, den Raid kann man sowieso nicht allein machen, oder? Den Flagman Raid, oder? Oder? Weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Oh. Moment, ich will mein Pokémon angucken. Okay. Das ist, geil, sehr schön. Ja, Leute, dann mache ich heute einfach mal einen kürzeren Part. Wir fangen dann im nächsten Part mit dem Champ Cup an. Ich bin halt sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ob das wirklich eine Herausforderung wird oder ob einfach zu leicht wieder wird, wie die davor alle Kämpfe bisher. Ja, Leute, ich würde aber sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen oder mit einer kleinen Bewertung bleiben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dann und bye bye.